Chef on Air. Auch heute wieder mit einem Gast bei uns. Heute Kevin Cruzzona von Coolblue. Erstmal Kevin, herzlich willkommen bei uns in den Skyline Studios. Wunderschönes Studio habt ihr. Oder? Ne? Kann sich sehen lassen. Sag mal, den Nachnamen, habe ich den richtig ausgesprochen? Na klar, hast du super geübt. Super, Cruzzona. Gut, Kevin. Sag mal, um den Hörern so einen kleinen Einblick zu geben, was kommt denn jetzt die Stunde auf die Hörer zu? Was ist Coolblue für ein Unternehmen? Was macht ihr? Wir sind das größte Elektronikunternehmen aus den Niederlanden und auf dem Weg über Düsseldorf in Richtung Frankfurt nach ganz Deutschland. Und wir haben es geschafft, dass es wieder Spaß macht, Waschmaschinen zu kaufen und diese schnell geliefert zu bekommen. Das stimmt. Ich habe gesagt, so das Erste, euch kenne ich, ne? Ihr seid die Werbung, die kam die ganze Zeit mit der Waschmaschine und mit dem Lächeln. Also ich konnte es auch sofort zuordnen. Ja, siehst du. Und wir wollen alles für ein Lächeln machen. Chef von Air heute mit Kevin Cruzzona von Coolblue. Er ist Regionalmanager und zuständig für die Auslieferung in Deutschland. Und Kevin, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie wurde Coolblue denn eigentlich gegründet? Also ich sag mal, gefühlt für mich kam das so zack aus dem Nichts. Ich habe diese Werbung gesehen, alles für ein Lächeln. Also gefühlt wart ihr auf einmal da. Also wie ist denn die Geschichte dahinter? Na, ist eigentlich die klassische Gründergeschichte, gegründet auf dem Bierdeckel von drei Freunden oder drei Studenten in der Kneipe. Café de Dijk ist das Ganze, findet man auch an jedem unserer Coolblue-Standorte. Also das ist Tradition bei uns. Peter hat das dann weitergeführt und groß gemacht. Wir haben angefangen 1999 MP3-Player zu verkaufen und dann jede Menge verschiedene Stores aufgemacht oder im Internet und dann irgendwann zusammengeführt und haben Namen Coolblue. Krass, okay. Und du warst einer von diesen drei Jungs? Nein. Ich bin erst viel später, vor 3,5 Jahren eingestiegen. Okay. Von daher, das Ganze ist in den Niederlanden gegründet worden, 1999, wie gesagt. Mhm. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist jetzt 32. Genau. Okay, bist da Regionalmanager. Wo kommst du her? Wie ist dein Werdegang? War das schon immer so der Plan, in so eine Richtung zu gehen für dich? Nein, es kam... Ich bin quasi da rein gezwungen worden durch Corona. Okay. Für viele war Corona was ganz Schlimmes. Bei mir war es super, weil es einmal mein Leben umgedreht hat. Ich habe in der Fliegerei angefangen nach der Schule, am Flughafen, ganz klassisch am Check-in. Mhm. Meine Ausbildung zum Piloten gemacht, bin dann geflogen und dann kam Corona. Wie wir alle wissen, durften wir nicht mehr in den Urlaub fliegen. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, lass doch was komplett Neues starten. Mhm. Mit Ende 20, Anfang 30. Ist noch leicht die Chance dazu und gleichzeitig ist Coolblue nach Deutschland gekommen und hat motivierte Mitarbeiter gesucht. Mhm. Und sehr motiviert, von daher und immer noch. Und kannst du das Fliegen und den Job, den du jetzt machst, kann man das verbinden eigentlich? Das passt super zusammen. Ja? Also ich habe jetzt vor einem Jahr wieder angefangen, bin natürlich hauptsächlich bei Coolblue, aber ich arbeite freiberuflich nebenbei bei einer kleinen Startup-Airline in Köln. Wenn ich Zeit habe und Lust habe, ist quasi oder ist ein seltenes Hobby, sagen wir mal so. Mhm. Also es ist eher mein Hobby als mein Nebenberuf. Und so kann ich das Ganze aus Spaß machen und habe die Herausforderung, jeden Tag eine Firma in Deutschland mit aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein guter Ausgleich ist, oder? Zu dem, was du da machst bei Coolblue. Definitiv. Also klar, wie jeder Job im Büro, man hat viele Meetings, viele schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Mhm. Die gibt es natürlich im Flugzeug auch, aber der große Vorteil in einem Flugzeug ist, ist es somit der einzige Ort auf der Erde, wo man keinen Handyempfang hat. Das heißt, man kann halt ganz in Ruhe mal seinen Kaffee trinken und muss sich selber gar nicht mehr dazu zwingen, sein Handy zur Seite zu legen. Das ist echt so, ja. Also jetzt, wo du das sagst, ist es tatsächlich so. Hat auch was Entschleunigendes eigentlich dann. Definitiv. Aha. Solange alles gut geht, ja. Das stimmt. Seit wann gibt es denn eigentlich Coolblue in Deutschland? Seit 2020 haben wir den Webshop live geschaltet in Deutschland, haben dann angefangen, kleinere Elektronik schon zu verkaufen, haben dann aus den Niederlanden raus einen Teil von NRW beliefert und dann haben wir in 2021 unseren ersten deutschen Standort wirklich aufgemacht und wachsen jetzt nach und nach und werden immer größer. Chef on Air. Heute mit Kevin Cruzzona von Coolblue. Er ist Regionalmanager und zuständig für die Auslieferung in Deutschland von Coolblue. Und Kevin, vielleicht kannst du uns mal sagen, was zeichnet dieses Unternehmen denn eigentlich aus? Ja, wir wollen halt alles dafür tun, dass die Kunden auch wieder zu uns zurückkommen. Und das machen wir, indem wir wirklich unser Versprechen halten, schnell sind, am nächsten Tag liefern können und das alles vor allem mit unseren eigenen Mitarbeitern. Das heißt Kundenservice,
Auslieferungsfahrer, Store-Mitarbeiter, ist alles wirklich bei Coolblue direkt angestellt. Und so können wir alles für die Mitarbeiter tun und dadurch die Mitarbeiter alles für unsere Kunden dann. Und jetzt seid ihr hier bei uns in Frankfurt bei einem Lokalsender und das hat ja auch einen Grund, denn ihr werdet euch auch hier in Frankfurt niederlassen. Was ist denn da geplant? Kannst du da schon so ein bisschen was verraten? Ja, ihr kriegt exklusive Informationen heute. Yeah. Nein, wir sind seit Februar mit der Auslieferung im Frankfurter Raum zu Hause auch und liefern große Elektronik da endlich auch von hier aus. Und Mitte November haben wir jetzt endlich eine tolle Location gefunden, wo wir dann auch einen Store eröffnen können und vielleicht sogar auch ein kleines Fahrraddepot, sodass wir das komplette Paket für unsere Kunden auch hier im Frankfurter Raum anbieten können dann. Sehr cool. Also wird es höchstwahrscheinlich dann im November einen Store geben, wo man zu euch reingehen kann, sich umschauen kann. Ein wunderschönes blaues Geschäft in der Frankfurter Innenstadt. Sehr toll. Bin ich sehr gespannt drauf. Und was würdest du sagen? Also wie unterscheiden sich diese Läden von den traditionellen stationären Formaten? Wir sagen halt, dass unsere Geschäfte sollen das Gesamterlebnis einfach komplettieren und nicht eine Verkaufsfläche sein. Natürlich können die Kunden auch bei uns die Geräte einkaufen. Aber hauptsächlich sind die Geräte da, sind die Geschäfte dafür da, dass die Kunden die Geräte ausprobieren können, verschiedene Varianten sehen und zusammen mit unseren Experten dann vor Ort das passende Gerät finden. Nicht das teuerste, sondern wirklich das passende, maßgeschneiderte Produkt, was gerade gebraucht wird. Mhm. Also viel Ausprobierfläche, Showroom. Mhm. Gibt auch freien Kaffee bei uns und eine kleine Kinderecke. Von daher ist für alle, die mitkommen, was dabei. Okay, zum Thema Mitarbeiter. Das ist auch ein Stichwort, wo ihr sagt, yep, also da hätten wir Bedarf? Immer. Immer? Nein, also wie gesagt, wir machen den Store auf, da werden wir bestimmt über 20 neue Mitarbeiter suchen im Ende des Jahres, im Herbst. Und jetzt schon sind wir natürlich auf der Suche nach motivierten Auslieferungsfahrern, die Lust haben, mit einem Lächeln die Waschmaschinen beim Kunden zu installieren und so die Kunden wieder glücklich zu machen. Ich meine, stell dir selber vor, deine Waschmaschine geht heute Abend kaputt, da ist ein ganzer Berg voll Wäsche da und morgen früh hast du schon die nächste da stehen und kannst deine Wäsche waschen. Das wäre mega. Ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut da auf eurer Website. Also ich kannte euch tatsächlich schon davor, was ja auch total für eure Werbestrategie spricht, oder? Ja, wir wollen es halt auch da ein bisschen anders machen, das Publikum direkt ansprechen, zeigen, wer wir sind. Also die komplette Werbung ist auch jede Person, die man da drin sieht, sind auch wirklich unsere Mitarbeiter. Also unsere Mitarbeiter sind unser Gesicht. Okay, ja, das ist ja cool. Also das sind gar keine, also wenn ich das hier so sehe und auch die Werbung. Keine Statisten dabei. Ach was, Kevin, das ist ja krass. Bist du da auch irgendwo zu sehen? Nein. Dann kannst ja mal suchen. Kannst du mich finden. Ich suche dich. Das mache ich jetzt, weil wir spielen jetzt ein bisschen Musik und ich suche Kevin auf der Website von coolblue.de. Chef on Air. Heute mit Kevin Crossona von Coolblue. Er ist Regionalmanager und zuständig für die Auslieferung in Deutschland. Und Kevin, beim Thema Auslieferung, da sind wir auch gleich beim Thema. Ich habe auch gelesen, diese Fahrradauslieferung. Wir haben schon gesagt, also Auslieferung, Fahrrad, da denkt man eher an Essenlieferungen. Aber das ist auch was ihr mit anbietet, was ja auch extrem nachhaltig ist schon alleine, ne? Ja. Also wir haben wunderschöne blaue Lastenräder. Wir könnten auch viel Essen da vorne reinpacken. Im Sommer bestimmt auch super als Eisfahrrad zu nutzen. Aber nein, so können wir halt super schnell auch in den Innenstädten unterwegs sein und die kleinen Pakete grün liefern. Also unsere Jungs sind da auch immer glücklich unterwegs, im Sommer hier schön am Main entlang zu fahren in Zukunft vielleicht. Das ist so. Was gibt es Schöneres, als das als Beruf zu haben? Toll, toll. Und vielleicht können wir das mal an einem praktischen Beispiel durchgehen. Ich bin jetzt zu Hause, meine Waschmaschine ist kaputt. Wie kontaktiere ich euch und wie geht das dann weiter und wie schnell seid ihr? Also heute Morgen habe ich festgestellt, Mist, Waschmaschine kaputt. Wie geht es jetzt für mich weiter, wenn ich eure Dienste in Anspruch nehmen möchte? Das ist ja noch viel Zeit. Also wenn das morgens passiert, weil kann ja auch heute Abend erst passieren. Oder wir nehmen heute Abend. Ja, wir nehmen heute Abend. Abend nach Hause, dann ist die Waschmaschine kaputt. Oh nein, wie kann das so sein? Oder die Spülmaschine und die Teller werden immer mehr in der Spüle. Dann gehst du auf unsere Website oder rufst bei uns an. Aber am besten ist auf der Website, kannst du schön die Produkte vergleichen, das Beste für dich rausfinden. Wählst dann aus, wann du gerne die Maschine hättest, wenn du willst, direkt am nächsten Tag, wenn es halt schnell gehen muss. Ich meine,
das dreckige Geschirr stapelt sich ja schon. Ja. Dann kommen wir gerne am nächsten Tag. Abends kriegst du schon eine Meldung, so ein kleines 4-Stunden-Zeitfenster, wann wir kommen. Und am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, hast du eine Stunde. Also nicht das klassische Liefern von der Waschmaschine. Ja, wir kommen irgendwann Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr, sondern nein, wir geben halt eine Stunde an, damit man wirklich da eventuell die Mittagspause verschiebt, kurz nach Hause geht. Mhm. Wir schließen die Maschine an, nehmen das Haltgerät wieder mit und zack, kann es weitergehen. Das ist echt top. Das erklärt auch das Lächeln. Sehr cool. Sag mal, was würdest du sagen, warum ist euer Unternehmen ein guter Arbeitgeber? Was ist das Besondere daran? Weil wir wirklich, das ist für viele eine Floskel, aber wir achten halt wirklich auf die Menschen. Also wir wollen eher, wir achten jetzt nicht drauf, okay, hast du dies oder das studiert und schon 16 Jahre Berufserfahrung, sondern wir sagen eher, hey, auch wenn du frisch von der Uni kommst, bist top motiviert, du bringst frische Ideen mit rein und wir wollen halt als Freunde miteinander arbeiten und was aufbauen. Von daher, die Motivation ist viel besser und ja, dieses mit Freunden zusammenarbeiten ist, glaube ich, das A und O, um wirklich da erfolgreich unterwegs zu sein und ja, auch der Arbeitgeber an und für sich. Wir sind super flexibel, wir wollen alles anpassen in unseren Möglichkeiten, dass wir zum täglichen Leben der Mitarbeiter passen und nicht umgekehrt. Das, ja, damit liegt ja im Endeffekt auch total im Trend, muss man sagen. Das wird ja immer wichtiger, so ein Thema. Ich meine, jeder spricht über Work-Life-Balance. Ja, gut, wenn jetzt das wichtige Fußballturnier vom Kind am nächsten Donnerstag spontan stattfindet, ja gut, dann verschieben wir halt die Dienste von den Fahrern und versuchen, das möglich zu machen. Natürlich geht es nicht immer, aber wir versuchen es wirklich in nahezu 100% der Fälle möglich zu machen. Wie sieht's aus mit Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten bei Coolblue? Also Aufstiegsmöglichkeiten ist super groß geschrieben. Ich meine, man sieht es an mir. Innerhalb der 3 Jahre bin ich jetzt schon auf der 3. Position. Natürlich muss man so ehrlich sein, in Deutschland haben wir noch nicht so viele verschiedene Stellen, aber wir sind im Aufbau. Da kommt jeden Monat kommen quasi neue Stellen dazu. Und wir wollen unsere eigenen Mitarbeiter fördern, wirklich da weiterzukommen. Haben eigene Trainingsabteilungen, um dann die Mitarbeiter auch dahin zu bringen, wo wir sie brauchen und führen da auch jeden Monat eigentlich intensive Gespräche mit unseren Mitarbeitern, um zu gucken, hey, was interessiert dich? Vor allem zählt bei uns auch nicht nur Aufstieg, sondern guck dich mal rechts um, links um, finde neue Sachen, die dich vielleicht interessieren können und nicht die klassische Karriereleiter. Also wir sind sowieso alle auf einem Level unterwegs und arbeiten zusammen, um das Ganze zum Erfolg zu führen. Klingt sehr gut. Und wenn jetzt unsere Hörer sagen, Mensch, das klingt interessant und ich möchte jetzt mehr über das Unternehmen wissen, ich möchte mehr darüber wissen, was ihr anbietet für Produkte, wie erreicht man euch am besten, wo kann man euch abchecken? Ja, wir sind überall auf Social Media unterwegs, natürlich, wenn man bei uns was einkaufen will, auf coolblue.de und wir haben unsere eigene Karriereseite, arbeiten bei coolblue.de, da gibt es alle offenen Stellen für Deutschland, einfach mal umgucken. Die Recruiter gerne direkt anrufen, ist immer unten rechts die Telefonnummer für WhatsApp oder zum Anrufen verlinkt. Und daher bei Interesse einfach melden und dann finden wir bestimmt was Tolles. Chef on Air heute mit Kevin Cruzona von Coolblue. Er ist Regionalmanager und zuständig für die Auslieferung in Deutschland. Ein Online-Händler, der ja ganz viel Technik anbietet. Unter anderem aber auch Waschmaschinen. Ein Grill habe ich gesehen. Ja, das ist natürlich geht jetzt los. Ich wollte gerade sagen. Hochdruckreiniger. Alles für die Saison ganz ist steht parat. Klimaanlagen sind auch schon vorbereitet. Ja. Also ihr bietet wirklich alles an, was man sich so vorstellen kann. Unter anderem haben wir auch drüber gesprochen mit Fahrradauslieferungen, was nachhaltig ist. Mal abgesehen davon, dass alles unheimlich schnell geht, wenn man euch beansprucht, ne, eure Dienste beansprucht. Und Kevin, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, du hast ja gesagt, du bist Pilot. Weil ich liebe Reisen auch übrigens persönlich. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsreiseziel? Ah, das ist tatsächlich wirklich, also zum einen die griechischen Inseln sind traumhaft, immer wieder. Okay. Und einfach, weil ich auch da ein halbes Jahr lang leben durfte, ist Palma de Mallorca ist immer wieder ein Traum. Für viele ist es verrufen als Partyinsel, aber es sind so viele schöne Ecken da auf der Insel, ich war so oft die letzten Jahre da und jedes Mal gibt es was Neues zu entdecken. Ich brauche nicht unbedingt das, was weit weg ist, sondern wir haben in Europa so viele schöne Ziele, die man schnell erreichen kann. Das stimmt. Ich habe auf Teneriffa gelebt, 1,5 Jahre. Das siehst du. Ja, war auch schön. Bei den Spaniern ist es doch schön, oder? Total. Und Mallorca war ich auch, ich weiß gar nicht, kann ich nicht mehr zählen, 8, 9, 10 Mal war ich auf Mallorca. Noch nie beim Ballermann, noch nie.
Und wie du schon gesagt hast, gibt es so viele schöne Ecken. Also Valdemossa ist zwar klar auch mit viel Tourismus verbunden, aber ein total schönes Dorf. Alleine definitiv. Dieses Dorf. Ne? Und da drumherum auch Caladea, Portisoia sind wunderschöne, wunderschöne Orte, um abends einfach was zu essen, was zu trinken, ja. Das Leben zu genießen. Ja, sehr cool. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, das ist jetzt unser letzter Take. Du hast gleich nochmal die Möglichkeit, alles loszuwerden, was du loswerden möchtest an Grüßen und Botschaften. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wünschst du dir für das Unternehmen Cool Blue? Dass wir wirklich Deutschland zeigen können, dass es auch anders geht, dass Deutschland keine Servicewüste ist, sondern dass es Spaß machen kann, einzukaufen, Spaß machen kann, bei einer tollen Firma zu arbeiten und Kunden einfach zu begeistern. Und ich frage den Chef von R immer im letzten Take, wie geht denn dein Tag heute noch weiter und wie sieht so ein Alltag bei dir eigentlich aus bei der Firma? Ich fahre jetzt gleich von hier. Ich genieße noch ein bisschen eure schöne Aussicht natürlich. Das natürlich. Als erstes, eure tolle Sonnenterrasse. Und dann schwinge ich mich in mein Auto und fahre in unser Depot in Kelzerbach. Von daher, Jungs, fegt nochmal durch. Ich komme gleich vorbei, grüß da und trinke einen Kaffee, vielleicht ein, zwei Meetings und dann geht's später wieder nach Hause. Und so sieht eigentlich auch jeder Tag aus. Jeder Tag ist ein bisschen anders, immer kommt was Neues dazu, mal an dem Standort, mal da, mal in den Niederlanden. Gestern hatten wir ein mega geiles Fußball-Event für alle unsere Fahrer, wo alle Fahrer von allen Depots zum Campus der Nationalmannschaft gebracht wurden. Von der niederländischen. Okay. Und dann haben die ganzen Depots gegeneinander ein riesen Fußballturnier mit Barbecue danach gespielt. Also auch das gehört dazu, wenn man bei Cool Blue arbeitet. Das klingt ja echt toll. Ja. Also ich bin fast dazu verleitet, mal zu gucken, was ihr so sucht. Ja, haben wir gesagt, geh auf arbeiten bei coolblue.de. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch einen schönen Arbeitsplatz. Aber das klingt echt, echt toll. Und Kevin, jetzt hast du die Möglichkeit, nochmal alles rauszuhauen, was du möchtest. Also an die Kunden, probiert es einfach aus. Wir freuen uns über jeden neuen Kunden, weil jeder neue Kunde gibt uns Feedback, um das Ganze nochmal besser zu machen und wirklich die perfekte Reise für den Kunden zu gestalten. Von daher gerne auf coolblue.de gehen und da nicht nur die nächste Waschmaschine, aber auch jegliches andere Elektrogerät findet man da und findet wirklich eine tolle Auswahl. Und wie gesagt, als Arbeitgeber, ich kann es selber nur empfehlen, ist eine mega Erfahrung bis jetzt und es macht super viel Spaß, hier zu arbeiten. Von daher gerne auch auf arbeiten@coolblue.de einmal vorbeischauen, unsere Recruiter anhauen und demnächst einen tollen Arbeitgeber haben. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst hier bei uns. Danke euch. Immer gerne und fühl dich wirklich frei, hier noch ein bisschen unsere Dachterrasse zu genießen. Das Wetter ist ja perfekt, hast du dir super ausgesucht heute, das Datum. Ab morgen gibt es nämlich wieder Regen. Und ich bedanke mich für den Austausch bei Kevin Crossona von Cool Blue. Cool Blue übrigens bald mit einem eigenen Store ab November, auch hier bei uns in Frankfurt. Und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Danke euch.